Hallo liebe Diablo-Fans, ja, willkommen in einem Video vom PTR. Blizzard macht wieder irgendwie einen Test über Server-Software, damit die Server ein bisschen besser laufen. Es wird aber manchmal gelb und die Latenz ist auf 200 Millisekunden oben. Hab jetzt auf 45 hochgelevelt. Ich habe schon einen Kreuzritter gemacht auf Level 70 und Paragon Level 174. Und jetzt gerade einen blauen Goblin gehabt. Einfach mal zwei Schmelzofen gefunden. Und ja, ich immer das Gleiche. Das ist so bei PTR. Man hat 200%, 2000% mehr Magic Find. Aber findet eigentlich immer nur das Gleiche. So, zeige ich euch ein bisschen hiervon. Ja, ich spiele einfach nicht so gerne Season mehr, wenn ich so wenig Zeit habe, weil ich ja Let's Player bin. Und deshalb, ja, eventuell dann im Livestream mal gucken. Aber PTR macht mich zwischendurch einfach viel mehr Spaß, komme ich viel mehr schneller vorwärts und ja. Diese tolle, oder? Wenn man zu viel findet. Ich mag es sehr. So. Ja, da ist schon das Ende. Zum guten Glück. Und schon die nächsten Elites. Ja, weg damit. Komm. Schön. So, ich bin ja nebenbei auch am Playen von Path of Exile und beide Spiele machen mir einfach gigantisch viel Spaß und ja, mal schauen, wie sie sich so weiterentwickeln. Bei Path of Exile kann ich noch nicht so viel sagen, meistens ist es End-Content, was dazugekommen ist. Bei Diablo 3 kam ja letzten Patch eigentlich nicht so viel, schade eigentlich. Ich hätte mir gewünscht, sie hätten irgendwas noch eingebaut, wie vor allem neue Items halt. Weil sie ja keine Charakterklassen mehr machen wollen oder so. Oder wenigstens neue Zauber. Ich hoffe, es passiert noch etwas bei Diablo 3. Und sonst bin ich auch nicht böse. Ja. Ich spiele gerade auf Qual 1 und ja, die Gegner sind ein bisschen zäh, aber ich habe auch den Helm wieder ausgewechselt mit dem kann jetzt den Namen gerade nicht sagen, einfach mit dem Dolchhelm habe ich recht schnell alle durchbohrt und jetzt bin ich recht schwach geworden. Ja. Nein. Hey, nicht alles wieder einsam. Ja, das automatische Einsammeln ist nicht so gut durchdacht. Für mich. Wann ist es ein Luxus, für mich ist es eine Last. Ich habe es immer gemacht, die Steine einzusammeln und so weiter. So. Ich spiele einfach mal testweise nur mit Pets. Und ja, mit dem Wall, weil ich ein Item gehabt habe, das den Wall noch mit einer Extra-Rune ausgestattet hat. Und mit dem Dolch, weil der Dolch einfach eine Art Waffe ist. So, ja, und geht eigentlich schon gut, also dass ich einfach schwach bin. Also vom Schaden her schwach bin. So, dann gehen wir zuerst mal kurz Items auswechseln, also verkaufen, verschrotten, nicht verkaufen, verschrotten und tun mal die Hämmer rein,
Kann ich ja mal kurz zeigen, was ich so für Sachen habe. Der Kreuzritter wurde dann recht langweilig. Es ist ein bisschen schade, dass er so ein bisschen weiter unten ist im Ranking. Bei ihm werden alle Builds immer wieder sehr schnell genervt. Irgendwie habe ich schon Bock hinzutragen, aber erst zweihand. Sonst. Ja. Säurewolke, ja, brauchen wir nicht. Den Flechtring nehme ich natürlich. Der auch unbedingt. Aha. Der Todeswall ist. Ich denke, ich brauche ihn ja nicht so oft. Darm austauschen. Könnte ich auch gebrauchen zum Würfel. Schon wieder ein Flechtring. Ich sammle Flechtringe wieder. Also kaufen. Ist jetzt noch nicht so wichtig, wenn wir irgendwas Falsches verschrotten hier. Gut. Rein und weiter geht's. Jo, da haben wir noch. Bald kommt der Riff-Boss und er wird schnell da sein. Na? Ja, was ist denn los, hä? Und tschüss. Ja, da habe ich da ein bisschen Vorteile in der PTA, oder? Na gut. Aber ich wäre wahrscheinlich mit meinem Clan zusammen. Doch schon viel schneller. So, du gibst uns keines, Goblin. Wie viel hast du eigentlich? 15, ja, sehr schlecht. Haben wir keine Schreine mehr? Ich darf noch ein paar Elites. Ah, ein Blutgoblin. Okay. Oh je. Das ist auch voll. Ich habe alles voll. Das geht so blitzschnell, bis ich wieder hochlevelig, Paragon-levelig bin. Ich spiele gar nicht viel. So. Hier noch ein bisschen. Dann können wir zurückkehren. Schuh. Ah, schon wieder die Armschienen. Ja. Heimsuchung, Heuschreckenplage. Dann nehme ich die, oder? Hab sonst keine. 5, 98, 94. Ah, ist besser. Ich fühle mich gesehen.
So, 703. Was ist das Maximum? Steht das? Ja, 830. Dann nehmen wir Mojo ein paar. Nein. Ja. Schwach. Ein Schnäppchen. Nee. Machen wir noch ein Beinschutz. Ja, zwei. Das ist doch schwach. So. Okay. Scheiße, nicht gerade auf die Stats, eher auf die Bonis. Weil ich sowieso zu stark bin. Was wollte ich da noch? Ah ja, die Edelsteine reintun. Ich habe keine. Ah, da. Ich dachte schon, ich hätte keine. Keins drin. Gut. Falsches. Da, ja. So. So, schauen wir nochmals in einen Rift rein. Die sind süß. Eine Truhe mit dem Legendär drin. Die Geister leiten mich. Zu viel. MS. Ein Helm. Ja, sicher. So, meisten habe ich immer Probleme, dass ich ihm das Gleiche finde. Das Finden des Gleichen ist nicht gerade fortschrittlich für das Game. Was nicht so in Diablo 2, dass man in einem Game nie zwei Unix auf einmal, die gleichen Unix auf einmal finden konnte. Das ist hier nicht mehr so. So. Einsperren und los. Schaden machen. Er ist ein bisschen laggy, er hat Engine so viele Probleme mit dem Rendern. Sollte ich vielleicht nicht rendern, wenn ich aufnehme, aber ist jetzt eigentlich nur bei hier und bei Minecraft, glaube ich, so. Ja, wenn man auf 60 FPS rendert und so alles Mögliche, dann macht es schon viel. So. Liegt das einfach jetzt an diesem vollem Zeugs. Das Land ergriffen und die Aasfledermäuse haben etwas damit zu tun. Seit ich nach Tristram zurückgekehrt bin, hat sich ihre Anzahl. So, wo haben wir? Wo haben wir die Gegner? Ja. Kommen keine mehr. Gut. Ja, hier ist wieder flüssiger. Ha! Scheinbar wurde die Engine für die PlayStation 3 Fassung gemacht. Nein. So, ein Gürtel.
wieder was Gleiches. Ja, Sherman. Das war das Ähnliches. Jetzt haben wir recht gute Schreine gehabt. Pylonen. So. Zusammenziehen. Na, greif die doch an, jetzt endlich. KI, leg mal einen Zahn zu. Oha. Sehr gut. Läuft alles wieder flüssig. Das Video war erst bei 44%, also war es noch nicht fertig. Vielleicht noch das Ding ändern. Passive. Da habe ich ein neues bekommen, das Schaden macht. Mal schauen. Opportisten brauchen wir. Bedienungslose. Schneller laufen. Ja, puh. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. So. Ja, sieht besser aus. Schon fertig, hä? Super. Sehr schön. Wo ist der Riffboss, hä? Lol, nochmal seine. Das ist ein Ding. Oh, schön. Unausstehlich, ja, genau. Kennen die Goblins noch nicht so gut. Weil ich eben nicht durchgehend immer Seasons spiele und alles. Dämonen sind dafür bekannt, ihre eigenen Jungen zu verzehren, wenn was gab's? Naja, Sachen, die ich schon tausendmal hatte. Okay, kann ich verstehen. Einsperren. Ah, hübsch. Nochmal Samenschienen. Okay. Hier drinnen. Geist doch. Da. Jetzt müssen wir herkämpfen. Da unten, oder? So. Tschüssi. Schön.
Ja, aber... Ah doch, ich kann ihn trotzdem einsammeln. Gut, bin ja noch nicht ganz voll. Nur zur Hälfte. Ja, okay. Dann gehen wir wieder zurück, schauen uns die Items an. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Muss das noch sein? Ja, das muss noch sein. Oh. Ah, schauen wir uns das mal an. Hm. Ja, nichts Neues. Aber Ring des großen Mannes. Ja. Soll ich wegnehmen, ne? Sie müsste eigentlich auch fünfmal stärker sein, wenn ich schon fünf hatte. Ja, okay. Ich glaube, fünf hatte ich. Kann ich ja schon hier schauen. 3 plus 1, 4, 5. Ja. Ich hatte 5 und naja, egal. Es wird leider nicht gefünffacht. Hm. Sehr gut. Schermaband. Hm. 17. 1. Hm. Ich werde wieder mit dem. Ja. Nein, ist nicht gut. Ich lasse es. Geht's schneller. Ja gut. Oder das. Komm, ich nehme das. Nun bekomme ich noch ein bisschen mehr Erfahrung über. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum zweiten Part dieses Let's Shows. Und, jo, viel Spaß noch mit anderen Videos, wenn ihr es schauen wollt. Ich habe genug. Tschüss.